Mirandolina ist verführerisch, selbstbewusst und verdreht den Männern reihenweise den Kopf. Doch nicht nur das. Die Gastwirtin ist auch die Hauptperson des gleichnamigen Lustspiels, das in diesem Jahr Bestandteil der Klosterfestspiele im Weingarten ist. Es geht um den Kampf der Geschlechter. Das ewige Thema zwischen Mann und Frau. Eifersucht, Betrug, echte Liebe auch. Und das kulminiert in einem ganz wilden Durcheinander in diesem Gasthaus von Mirandolina. Die Ohrringe konnten Sie auch annehmen. Gut, also wenn Sie darauf bestehen, Exzellenz, dann werde ich es annehmen. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Die Hauptperson Mirandolina wird von Anne Weidemann gespielt. Die Schauspielerin ist bereits zum dritten Mal bei den Klosterfestspielen dabei. Und auch wenn Anne Weidemann ganz privat anders tickt, hat sie eine gewisse Sympathie für ihre Rolle. Ich lebe das auf der Bühne natürlich total aus. Und es macht so viel Spaß, mit den Männern zu spielen und die ein bisschen an der Nase herumzuführen und denen immer wieder Futter zu geben. Und ich glaube, das kennt schon jede Frau, dass man da mal zwischendurch seine weiblichen Reize und die Waffen einer Frau auch ein bisschen ausnutzt. Ihre beiden hartnäckigen Verehrer, den neureichen Conte von Alba Fiorita und den verarmten Marchese von Forli Popoli, lässt sie abblitzen. Dann kommt der selbstzufriedene Ritter von Ripper Fratter ins Spiel, ein Frauenhasser. Das, was man nicht so kennt, mag man ja als Schauspieler am liebsten, weil dann kommt man ja ins Spielen. Und das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass wir Dinge spielen dürfen, die wir im normalen Leben nicht tun. Es ist schön, mal den Frauen so die Meinung zu sagen, auch wenn es nicht im wahren Leben nicht ehrlich gemeint wäre. Der Frauenhass des Ritters ist jedoch nur scheinbar, denn auch er kann sich dem Bann der Mirandolina nicht entziehen und verliebt sich in die attraktive Gastwirtin. Zwei Hochstapel Schauspielerinnen, die sich als Adlige ausgeben, um die Herren der Schöpfung für sich zu gewinnen, spannt Mirandolina gekonnt in ihr Spiel mit den Männern ein. In diesem ganzen ungleichen Geschlechterkampf wäre dann auch noch Hausdiener Fabrizio, der ziemlich eifersüchtig auf die vielen Männer von Mirandolina ist. Ich habe super viel Spaß, die Rolle zu spielen. Also auch mit den, ich mag die Kollegen sehr, ich kenne ja die meisten. Ich arbeite sehr gern mit dem Johannes Sopper, mit dem Regisseur zusammen. Und Weingarten ist für mich echt immer so, also da nehme ich mir Zeit für, das finde ich wirklich eine ganz tolle Sache. Gibt es ein Happy End im Liebeswirrwarr? Gelegenheit, das bei einem Besuch der Vorführung herauszufinden, gibt es bis zum 20. August. Mehr Informationen zu dem Vorstellungstermin finden Sie unter klosterfestspiele-weingarten.de.